Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag schauen wir uns ein Video an, was mir von einigen von euch zugeschickt wurde und gesagt wurde, Justin, schau dir doch mal an, was der Leon sich da wieder gezogen hat. Ne? Unser lieber Krypto-Leon hat sich wohl seine Traumuhr gekauft. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet und uns erwartet wohl nicht nur eine Uhr, wie wir hier sehen, sondern gleich zwei. Ne? Also da kann man sich zu Weihnachten schon mal selbst beschenken und auch direkt mal zwei Uhren reingönnen. Ich bin gespannt. Let's go. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Shopping-Vlog und zwar... Ein Shopping-Vlog. Okay, also wahrscheinlich dann wieder bei Wempe oder Rüschenbeck oder wo auch immer er da hingeht. Und weil wir haben hier noch Zacker am Start. Ah, also kauft Zacker sich auch eine oder kauft Leon Zacker eine, ist natürlich die Frage, ne? So auf Gönjamin-Basis. Und ehrlicherweise muss ich euch sagen, dass ich meine Rolex schon gekauft habe. Die liegt bei mir im Safe, die holen wir jetzt gleich raus, damit ich euch die mal zeigen kann. Also ist es ja nur ein Halb-Shopping-Vlog. Es ist eher ein Fashion-Pack-Opening dann ja schon fast. Also mir wurde gesagt, Leon hat da wohl eine Uhr für 60.000 oder so geholt. Ich bin sehr gespannt, was in der Preis-Range liegt. Also müsste ja dann eine Day-Date oder eine Daytona sein, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich lasse mich auch gerne von anderen Sachen überzeugen. Ne? Der Konzi wollte nicht, dass ich dort filme, deswegen machen wir das jetzt so. Aber wir gehen gleich zu einem anderen Juwelier, auch zu einem Konzert und holen für Zacker eine Uhr. Also wirklich, Leon ist der Konzessionärsliebling hier in Hamburg. Okay, zuallererst gibt es wirklich ein Fashion Pack Opening mit Louboutins und Gucci Gürtel. Wirklich, Leon am Zahn der Zeit. Leute, ich habe mir Louboutin-Schuhe gekauft. Sehr teure Schuhe. Also der Sound hier in dem Video, ne, der ist ja auch wirklich maximal random. Manchmal muss ich hier Systemlautstärke auf 100 machen und manchmal ist es dann auch wieder zu laut. Naja. Der Gucci-Gürtel da, Mensch. Der muss immer am Mann bleiben. Ja, immer am Mann. Meine Hose rutscht schon die ganze Zeit. Ey, wirklich Leon, zu crazy, dass er das weiter durchzieht, ne? Louboutin-Schuhe, nicht wundern. Ich habe schon Schuhspanner reingemacht, die habe ich... Mache ich immer direkt rein, weil die sich ein bisschen weiten müssen, weil ich Plattfüße habe. So, zeigen wir mal Schmuck. Bitte keine mit Spikes. Bitte keine mit Spikes. Auch bitte keine mit Glitzer. Stück Zacker. So, hier reingepackt. So, das sind die Schuhe. Oh ja. Yeah. Louboutin-Schuhe, meine ersten Louboutin-Schuhe mit der roten Sohle, nagelneu. Das ist sogar die neue Kollektion. Ach, sogar die neue Kollektion hier dann? Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin einfach kein Fan davon, aber das ist ja auch Ansichtssache, ne? Neue Kollektion. Aber ich glaube, ich kann hier für einige reden, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Wenn der Leon sich über die Schuhe freut, dann sei ihm das natürlich sehr gegönnt, ne? Die sind auch limitiert und die haben gekostet 795 Euro, haben wir gerade bezahlt. Ja, ich sag ehrlich, da hätte ich mir lieber 8 Paar Air Force für geholt. In Weiß. Aber gut, wie gesagt, ne? Ansichtssache. Und ja, war ein bisschen unbequem. Ich habe schon Schuhspanner reingemacht, damit sich das hier ein bisschen weitet. Mhm. Und ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem interessanten Part, Leute. Ja, gerne. Hier haben wir die 2 Uhren. Okay. Okay, man sieht jetzt gar nicht, wie die beim Konzi drin waren. Ich dachte, man sieht das wenigstens beim Zacker. Aber gut, wir haben jetzt hier 2 Rolex-Uhren. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie Leons Louboutin durch den Schuhspanner, ne? Okay, jetzt eine Frage, Leon. Ja, erzähl, Zacker. Warum ist das eine Paket größer als das andere? Das hat damit zu tun, dass es eine andere Uhr ist als die andere. Okay. Da die Uhren kriegen immer verschiedene Kartons. Mhm. Welche möchten wir denn zuerst aufmachen? Ja, wahrscheinlich wird jetzt erstmal die weniger specialmäßige aufgemacht. Dann kommt das Krasse zum Schluss. Ich muss erstmal raten, erstmal ganz kurz, was deine ist und was meine ist. Was schätzt du denn? Ja, also seine wird safe die rechts sein, weil links steht schon ein Oyster dran und das kann ja nicht 60.000 kosten, wenn ich mich hier rechts entsinne. Größer ist gleich teurer? Kann man meinen, ne? Aber du weißt, dass die Antwort kennst du ja, ne? Ich kenn die Antwort, ja. Ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ich bin gerade nochmal bei Louis Vuitton gewesen, fall nochmal rein. Weird Flex, Mois. Der Flex kurz nebenbei. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit deiner Uhr an. Und dann noch so random so ein Swiffer hier im Auto. Okay. Zacker, die wir gerade frisch gekauft haben. Komm, zeig mal her, was der Zacker sich hier reingegönnt hat. Bam! Was haben wir hier? Wir haben hier eine... Was ist das denn? Ist das eine Deep Sea? Nee. Nagelneue. Yacht? Nee, Yachtmaster 1, genau. Yachtmaster mit dem blauen Blatt. Mhm. Ja, also ich bin jetzt nicht so der Taucheruhren-Fan bei mir, ne? Aber ich finde, das ist eine schöne Uhr, ja. Oyster mit dem blauen Blatt und Oyster-Armband haben wir gerade
erworben für 11.150 Euro Liste vom Konzi, nagelneu. 11.150 Euro Liste. Da gucken wir da jetzt mal, was die auf dem Graumarkt wert ist. Oh, ja. Da nimmt man auf jeden Fall schon mal 3 bis 5K plus mit. Super, schlau gemacht. Die ist jetzt direkt im Resell oder im Graumarkt, kriegt man die, glaube ich, zwischen 13.000 und 14.000 Euro. Das ist richtig. Das heißt, wir sind reingegangen und haben direkt plus gemacht. Ja, das ist auch richtig. Natürlich, wenn Leon die jetzt direkt verkaufen würde, dann würde der Konzessionär das wahrscheinlich irgendwie mitbekommen und dem keine Uhren mehr verkaufen. Aber wenn er die ein bisschen zur Seite legt, oder halt der Zacker, ich weiß jetzt nicht, das wirkt jetzt eher so, als ob das so ein bisschen Leons Wave hier ist. Ja, doch. Hm? Ist schlau gemacht. Wir haben auch ein bisschen für die gewartet. Zacker, wie lange haben wir gewartet? Ich glaube ein Jahr jetzt. Ne? Okay. So, hier haben wir eine Rolex Verpackung und wir öffnen jetzt. Wie gesagt, ihr habt... Oh, da war aber Roségold Presidential Band, oder nicht? Die Uhr schon länger gehabt. Ich hatte die im Safe und jetzt habe ich die aus dem Safe rausgeholt, um sie euch zu zeigen. So, bam. Yo! Wir haben hier eine... Was geht denn jetzt ab? Alter, das ist also, ich sag mal so, es gibt zwei Day-Date-Modelle von denen, ich glaube, vielleicht noch andere Ziffern besser. Einmal mit olivgrünem Blatt und einmal mit dem braunen Blatt. Das sind die beiden gehyptesten. Ich finde für mich persönlich die Chocolate schöner. Die Chocolate liegt bei 55k oder so. Und die hier, die liegt doch bei 80 oder nicht? Hier in braun 56, hier 77, hier 86, achso, das seht ihr gar nicht, 86k, seht ihr hier? 85? Alter, Bro, das ist ja eine übelst kranke Investition gewesen. Also, dass der die für Liste bekommen hat, ist sehr, sehr krass. Mit dem grünen Ziffern. Hat der Leon schlau gemacht, dass er die für Liste bekommen hat. Liebteste Blatt. Und ja, was kann ich zu dieser Uhr sagen? Das ist meine absolute Lieblingsuhr. Verständlich. Ich habe die Uhr bei einem Conti gekauft zum Listenpreis für, ich glaube, 37.600 Euro. Also einfach mal schön 40k plus auf ganz entspannt mitnehmen. Uhrwert verdoppelt. Da hat der Leon wirklich einen guten Invest gemacht. Wie das? Das ist die Uhr. Der hat wirklich sehr, sehr schöne Uhr. Kann ich auch nur bestätigen. Also geil, Präsidentenarmband schön, Roségold. Ihr wisst, I like. Und als die Beraterin mich angerufen hat oder mir bei WhatsApp geschrieben hat, ey Leon, hast du noch Interesse an dieser Uhr? Da habe ich wirklich angefangen zu zittern, weil ich die Uhr unbedingt haben wollte. Ja, aber sie hat ja nur gesagt, stell dir vor, da, ja. Darf man das noch sagen? Und ich konnte erst am nächsten Tag abholen und konnte nicht richtig schlafen und so weiter, weil ich dachte, nachher kriege ich sie doch nicht, nachher kommt mir jemand zuvor, aber ich habe sie bekommen. Ganz, ganz krass. Und diese Uhr. Ganz großes Kino auch. Jetzt, im gebrauchten Zustand, wie ich sie habe, ist sie 65.000 Euro wert. Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht mehr, weil ne, auf Chronex und Krone und so geht die ein bisschen teurer. Vielleicht waren das aber auch neue Modelle, ich weiß es nicht. Also ungebrauchte, er hat die ja jetzt angezogen. Das heißt, ich habe 37.600 Euro bezahlt und könnte sie jetzt für 65.000 Euro verkaufen. Das ist wirklich brutal. Sehr, sehr schlau. Und jetzt erzählt er uns, wie er das geschafft hat, oder? Und ja, Zacker, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt gleich unsere Uhren um. Und drehen dann mal ein paar Runden, ne? Was sagst du dazu? Aus dem Lenkrad, Dings. Ich werde dann genau so fahren. So, ich nehme das Lenkrad und mache so. Achso, ich hätte jetzt eher gedacht, er nimmt das Lenkrad in die Hand und lässt die aus dem Fenster raushängen. Das wäre doch schlauer gewesen, Leon, zum Flexen. Ein ganz wichtiger Punkt. Leute, ich gönne jedem dieser Aspekt, dass man Leuten gönnt. Dadurch ist man positiv. Safe, das unterschreibe ich. Ich dachte jetzt, also kommt jetzt hier nicht mehr Krypto-Leon? Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht hat er das ja sein lassen. Momentan läuft's gut. Wer weiß, wie es in der Zukunft noch läuft. Aber fangt nie an zu fliegen. Bleibt immer schön auf dem Teppich. Ja, aber ich sag mal so, Uhren kaufen für Liste kann man immer. Und ich sag mal so, jemand von euch, der jetzt vielleicht im Monat 2k bekommt, schreibt euch auf die Liste für eine Daydate. So eine zum Beispiel. Also das ist jetzt leichter gesagt als getan, ne? Aber... Das ist natürlich, ihr müsst die Uhr immer noch nicht nehmen dann, ne, wenn es nicht geht. Aber einfach mal draufschreiben lassen, weil wenn ihr dann tatsächlich eine bekommen solltet, könnt ihr immer noch Nein sagen. Und falls ihr die bekommen solltet, dann kriegt ihr das vielleicht irgendwie zusammengespart, das Geld. Oder euer Onkel ist reich und leiht euch da was. Oder ich weiß nicht, kann man eigentlich auch zur Bank gehen und sich einen Kredit dafür holen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich habe das jetzt nicht durchdacht. Aber wenn man ja belegen kann, dass die Uhr 35 kostet und ihr könnt die für 65 verkaufen und den...
dann sofort wieder das Geld geben? Weiß nicht, macht das Sinn? Wie heißt der nochmal? Der Kanal, der immer sowas mit ETFs und so macht, der muss das eigentlich mal beantworten. Sind Uhren eine gute Wertanlage? Da hat er ja schon mal was zu gesagt, dass es nicht so ist. Aber bei so einem Deal, da müsste doch eigentlich jeder Ja sagen müssen. Naja, alt anderes Thema. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier mit Weihnachten ist und so weiter, ob ich da die Videos normal hinbekomme oder ob ich schon früher zur Family fahre. Macht's gut, bleibt gesund, schöne Weihnachten und passt auf euch auf. Peace.